Die Welt geht zugrunde. Hört nicht auf die, die sagen, dass alles noch einen Sinn hat. Jeder Mensch weiß es im Grunde. Für die Zukunft zu arbeiten lohnt nicht. Glaubt nicht denen, die sagen, es gibt Hoffnung für die Menschheit. Von allergrößter Wichtigkeit ist, was ein Dieter Bohlen meint. Völlig unwichtig sind infragestellende Denker wie Platon, die den Geist strapazieren und beflügeln. Das ist Gift für den modernen Menschen. Das soll der wahre Fortschritt sein, nie innezuhalten und niemals zu zweifeln. Es ist so leicht. Lacht der Pflicht arrogant ins Gesicht. Nur der Dumme erkennt diese Pflicht an, am Wohlergehen der Menschheit interessiert zu sein. Interessiert zu sein am Wohlergehen der Menschheit erkennt diese Pflicht an. Nur der Dumme lacht der Pflicht arrogant ins Gesicht. Es ist so leicht, nie innezuhalten und niemals zu zweifeln. Das soll der wahre Fortschritt sein. Das ist Gift für den modernen Menschen. Die den Geist strapazieren und beflügeln, sind infragestellende Denker wie Platon. Völlig unwichtig, was ein Dieter Bohlen meint. Von allergrößter Wichtigkeit ist, es gibt Hoffnung für die Menschheit. Glaubt nicht denen, die sagen, für die Zukunft zu arbeiten lohnt nicht. Jeder Mensch weiß es im Grunde, dass alles noch einen Sinn hat. Hört nicht auf die, die sagen, die Welt geht zugrunde.